So gut, dann geht's heute weiter mit Ghost Recon Wildlands und ich würde sagen, ein bisschen Story-Mission, würde ich sagen. Ich habe da was markiert. Das heißt, wir müssen schon mal unterwegs sein. Was nehmen wir mit dem Fahrzeug, Auto oder Motorrad? Weil wir sollten mal ein bisschen bewegen, weil der Konvoi, der bewegt sich nämlich. Ja, da würde ich sagen Auto, ne? Na gut, vielleicht mit dem Motorrad ist es... Einer, ja. Dass ja. Einer fährt und die anderen können dann, ne? Ja, ja. Wer fährt? Freiwillig? Ja, der Bahn bis jetzt der designierte Fahrer hier in der Truppe. Ja. Ich sitz vorn. So, ab. Die Mädels haben sich letztes Mal oben hinten hingesetzt, damit wir vorne sitzen. Ja. So, Fenster brauchen wir ja nicht. So. Ich weiß nicht warum, ich fühle mich hinten irgendwie sicherer. Oh Gott. Ich versuche jetzt den Weg. Du hättest einfach den markierten Weg nehmen sollen. Ach so. Das wäre am einfachsten gewesen. Ich hasse übrigens diese Konvoi-Mission. Es ist tatsächlich jetzt eine Story-Mission. Ja, wir hatten noch als letztes so einen Konvoi, wo wir dann auch 10-mal gestorben sind dran. Fahr einfach weiter. Ja, ich erinnere mich. Ich hätte übrigens mal eine Bitte, dass wir vielleicht wieder ein bisschen taktischer werden diesmal, wenn wir dann irgendwelche Schaden haben. Ach, scheiß auf Taktik. Was Taktik, ja? Ich bin dafür. Ich nicht. Dass da nicht ein gewisser jemand einfach immer drauf losschießt und nicht wartet, bis alle irgendwie sich taktisch positioniert haben. Ja, wer macht das denn? Ich weiß das nicht. Ich weiß mal nix. Hey, komm, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, teilweise geht das bei dem Spiel gar nicht anders als mit ich weiß das ja. Ich gebe ja auch selber zu, dass ich das ein bisschen selber von meiner Seite aus verkackt habe. Alles gut. Ja, das war gut. Wir müssen uns daran schleichen, wir dürfen nicht entdeckt werden, einfach drauf losballern. Ich weiß nicht, was? Ja, nein, ist gut, klar. Machen wir das nächste Mal. Jetzt war aber so verlockend. Da kamen dann die Leute rum. Ich dachte mir, okay, die triffst du auch ohne Probleme. Nein, aber gut, wenn nächstes Mal, wenn du mal sagst, halte ich mich mal ein bisschen die Füße flach. Das sollte man eigentlich so machen. Sonst ändert das wieder ein bisschen. Könnt ihr beiden Mädels was mit dem Begriff Leroy Jenkins anfangen? Ich habe den Namen schon mal gehört, ja. Dieses Video von World of Warcraft, wo einer AFK ist, alle besprechen sich und der kommt wieder. Rein da, Leroy Jenkins! Alle sterben. So, das ist Kev gewesen beim letzten Mal hier in diesem Spiel. Keine Ahnung. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Die sind zwar Feinde ohne Ende, aber das interessiert jetzt gerade keinen. Na, die einzigen, die uns sofort entdecken können, ist ja diese, wie hießen die? Ani-Einheiten? Unidad, die sind aber links. Unidad, genau. Also wenn du jetzt links weiterfährst, musst du ein bisschen langsamer fahren, weil da vorne ist irgendwo ein Jeep, der da hinter der Brücke links geht, der jetzt gerade. Nee, rechts. Halt mal zurück. Stopp, stehen. Lass die Leute bitte mal passieren. Diese komischen Buggies da, die sind von denen. Ich weiß nicht, ob du das auf der Karte unten siehst. Ja, ich sehe das. Okay. Du hast eben noch gesagt, wir müssen uns ja beeilen, der Konvoi bewegt sich. Ja? Ja, damit habe ich aber nicht gerechnet, dass der da irgendwie zwei Autos von denen rumfahren. Die fahren auch leider unsere Route. Die macht hier irgendwelche Gartenarbeit? Ne, betet. Die betet. Das Auto ist jetzt irgendwo. Hm? Das ist weiß, das ist ein Zivilist. Ja, ja. Ja, gut, ich glaube, der Markerpunkt, das ist Echtzeit, ne? Ja, ist er. Also bei mir auf der Karte ist nichts. Alles gut, du hast einfach. Das ist sorry, also auf jeden Fall. Stopp, wir markieren sie die Santa Blanca Konvoi. Ne, ich meinte von den. Von den lilanen Fahrzeugen. Doch, einer vor uns, der Buggy, der da vorne fährt. Der direkt vor uns ist. Witzig. Auf meiner Karte sehe ich keinen. Nee, der ist nicht auf der Karte. Guck mal, nee, mein Satz. Er ist gerade uninteressant. Aber die Frage ist, ob wir den einfach passieren könnten. Und die uns den nicht angreifen, weil jetzt ewig da hinterher zu schleichen, ist das auch scheiße. Ja, der Anruf, ne, das ist. Der ist ja bald weg hier, ne? Markus, fährst du gleich mal an der nächsten, nicht jetzt hier, sondern eine weiter, dann rechts weiter statt links. Ich gebe dir gleich ein Profil. Fahr jetzt mal langsam hinterher. Ich würde da gleich einfach, da kommt doch die Kurve. Die fahren doch jetzt die Kurve und wir würden jetzt einfach gerade...
Das ist genau das, was ich meine. Ja, wir finden nur kommen wir ausfahren. Und die fahren dann, ja, genau. Und wir fahren dann einfach rechts weiter. Wir müssen ja gleich links also abbiegen. Also einfach Vollgas geben jetzt. Ich fahre jetzt hier einfach links durch den Busch und kürze mal ab. Genau, jetzt einfach Vollgas und links durch den Busch. Die fahren weiter, auf jeden Fall. Ja, wenn wir uns jetzt beeilen, ist alles gut. So, und jetzt gibt Gummi. Ja, und jetzt rechts, genau. Okay, das wäre auch eine Idee, ja. Jetzt sollten wir eh ein bisschen Gas geben. Aber ich weiß nicht, wie ich noch fahre. Ich mach schon Vollgas. Schneller kann das Auto bergauf nun mal nicht. Die haben uns gesehen. Ja, einfach weiterfahren. Naja. So. Probieren wir es mal. Der müsste jetzt irgendwo hinter dieser Spitzkehre sein, also quasi rechts von uns. Halten Sie den Konvoi, also nicht drauf schießen. Ja, auch ich nicht. Ich glaube, wir sollten eigentlich nur den. Aber wir müssen gucken, was das jetzt gleich ist. Ob das ein LKW ist? Ja, ich würde vielleicht versuchen, einfach den Fahrer von dem LKW zu erschießen. Ja, mach das. Na, falls der nicht wieder Begleiter hat, dann sollten wir erstmal die ausschalten. Ja. Wir dürfen halt nur nicht den LKW kaputt machen, wenn ich da oben so, das so lese. Genau, so sieht's aus. Ja. Wie gesagt, ich gebe schon Vollgas. Schneller kann das Auto nicht. Ja, alles gut. Das wusste ich nicht. Da. Okay, der hat einige Begleiter. Ich sehe gerade einen. Auf dem LKW sitzt einer mit dem MG. Den sollten wir vielleicht als erstes rausholen. Okay. Mal gucken, ob ich ihn krieg. Jetzt gleich schon, ne? Ich sollte mal ein bisschen raus, ja. Oh! Ui, was war das denn? Das war der Jeep. Oben rutscht jetzt keiner mehr, ne? Der rechts aus dem Jeep ist weg. Der Fahrer ist tot. Was macht er denn jetzt hier? Der Fahrer ist tot. Wieso geht die nicht wieder zurück ins Fahrzeug? Ja, manchmal ist die auch. Soll ich mal den LKW markieren? Ich markiere den mal eben, dann haben wir die Mission nicht geschafft. Wir sind fertig. Ach so. Wobei das ein. Ja, es ist aber hier ist irgendwo noch einer. Irgendwo ist ja noch einer. Oh. Ja, hier vorne. Oh. Vor dem Jeep steht der. Hab ich. So. So, wo müssen wir hin? Ah, da hinten. Zum gelben. Ja, wir müssen den LKW noch abgeben. Ja. Abgeben? Nee, Flamme der Ach, das ist schon die nächste Mission. Ja. Okay, dann warte mal, dann komme ich zu euch jetzt. Ich würde sagen, wir sollten uns mal ein neues Auto nehmen, irgendwie. Oh, Yvonne muss heute vorne sitzen. Wird der schlecht beim Fahren? Also es gibt ja wohl Markus. Ja, gibt ja, es gibt ja tatsächlich Leute, und denen zum Beispiel, wenn sie hinten sitzen, im Auto schlecht wird. Ja, ich gehöre da auch zu. Okay. Ich kenne auch so ein paar Leute. Ich gehöre da auch. Kann hier schon wieder anhalten, es ist schon hier vorne. Vielleicht mal eine Drohne drüber schicken? Ich habe eine Rede. Also noch 200 Meter, warte mal. Santa Blanca wird Truppen losschicken, um die Übertragung zu unterbinden. Das ist mein Problem. Ich brauche zuverlässige Leute, die eine Sendeanlage finden und sie während der Sendung schützen. Okay, Katari, wir machen das. Das ist Nummer 5. Da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, taktisch vorgehen. Vielleicht jeder von einer Seite, ha? Huh? Also ich gehe schon mal rechts oben um das Gelände durch die das Rebellen Gebüsch. Ist das die, wo wir den, den Heli klauen müssen? Ich sehe das bei mir nicht. Hier steht nur, suchen Sie Informationen zur Rebellenoperation. Flamme der Rebellion.
So. Wer geht denn jetzt? Ich geh mal links rum, ne? Vom Gelände. Ich bin hier schon rechts ums Gelände praktisch drumherum. Ja, ich geh mal links. Irgendwer ist entdeckt worden. Schuss gehört nur. Ja, das ist blöd. Also ich kann nicht gesehen worden sein, ich bin hier hinter einer Mauer. Also nee, ich bin nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen hinter dem Haus rum und da stand der eine noch. Den habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war wohl ich. Eli? Ja, das Problem ist, der haut, da ist nämlich die Information drin und die hauen jetzt ab. Ja. Deswegen, das ist immer blöd mit dem einfach losballern. Ich wurde erst angeschossen, ich habe mich nur gewehrt. Ich hatte den nicht mehr. Du hättest einfach mal ein bisschen mehr auf Abstand ums Gelände rumgehen müssen. Ja. Nie. Scheiße. Jetzt bin ich gesehen. Da gibt's zwar noch ein paar Informationen, aber mit dem Heli ist. Jetzt bin ich optisch entdeckt worden. Scheiße. Ja, jetzt ist sowieso egal. Jetzt ist wurscht. Erwischt. Ich hab noch einen Tag. Jetzt ist es sowieso wurscht. Hier sind die Infos. Nee, die eigentlichen Infos sind weg. Ich weiß. Infos entdeckt, ja. So. Scheiß. Das sieht jetzt sowieso nicht mehr. Mach ich schon, ne? Kann man die Mission nicht nochmal neu machen? Ja, später. Wobei der Heli noch unterwegs ist, ne? Oder? Ne, ist ein LKW. Ja, aber den kriegst du ja nicht mehr. Diese Klamotten wurde wirklich taktisch angehen musste, dass Flamme, sich keiner sieht und keiner. Flamme hört. Der Rebellion, wir haben sie aber noch, ne? Die Mission. Der Punkt ist hier. Kann sein, dass dazwischen gelandet ist, der Heli? Keine Ahnung. Dass das hier quasi nur der erste Punkt war und wir da quasi nochmal weitermachen müssen? Oh, das Fahrzeug sieht doch hier sehr schön aus. Das finde ich sehr interessant. Nehmen wir Munition mit. Nein, ich will nicht Schütze sein, ich will Passagier fahren. Also ich bin nicht der Schütze, wer hat gedacht. Oh, Schütze, ich darf schießen? Geil. Doch ein Konvoi. Oder? Bin ich jetzt doof? Ja. Direkt vor uns, oder? Ja, der ist ein bisschen weiter vor uns. Ich sehe aber auch keinen. Seht ihr irgendwelche Gegner? Dann lass doch einfach hingehen. Doch, da sind welche. Doch, da sind Gegner. Und zwar einige. Ja. Scheiße. Keine Sorge, ich lasse den LKW in Ruhe. Also jetzt kann ich eh nicht schießen. Das ist übrigens der linke von denen. Nee, der rechte ist bei mir gelb markiert. Ich kann nur leider nicht auf den Transporter schießen jetzt. Jetzt sind zumindest die Begleitfahrzeuge weg. Was fahren die für eine Scheiße zusammen?
Könnte das sein, dass das Leute aus unserer Formel 1 Liga sind? Viper? Sieht so aus. Viper fährt. Der erste ist tot. Müssen wir den markieren, ja, ne? Das ist eigentlich der LKW, der jetzt gerade abfährt. Nee, bei mir ist der hier gelb markiert. Okay. Wieso steigt der denn nicht aus jetzt? Ist der markiert? Der einsteigen musst du da nicht. Du musst nur an den LKW ran und musst sagen, Nachschub markieren. Ausrüstung gesichert. Wie sagen wir Zack. Rebellen, sehr schön. Spielzeug finden. Los geht's. So. Ach, ich will kein Schütze sein, Mensch. Och, ey. Ich mach das gerne, das ist lustig. Genau, lass mal lieber Kev das lange Ding da an die Hand nehmen, das ist besser auf. Haha. Ich bin wenigstens gewohnt, so, sowas. So. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kenne mich mit Dingen der Größe aus. Hier unten sind wieder Unidad, Leute. Also wir müssen eigentlich da auch sogar rein. Kann man nicht einfach ein bisschen näher ranfahren? Da kann ich mit dem MG die wegzuholen, oder nicht? Ja, das ist deine Herangehensweise. Das wissen wir jetzt schon. Ja, ist gut. Ja, die sind... das sind echt scheiß Gegner, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Dann... Das sind richtig scheiß Gegner. Oben ist ein Scharfschütze. Scharfschütze oben in dem Turm. Habe ich markiert. Darf ich den wegschießen, wenn's geht? Starte Drohne. Ein Generator. Okay, dann nicht. Lass uns erstmal Informationen sammeln über das Gelände. Noch einer. Bestimmt rechts im Turm auch noch einer. Da werden mehrere sein. Und ja. wenn da Generator ist, da wird da auch irgendwo wahrscheinlich ein Mörser oder so sein. Und dann haben wir nämlich der Arschkarte. Also drei Scharfschützen haben wir schon mal. Mhm. Und wir haben noch kein Scharfschützengewehr. Ja, die Scharfschützen, die kriegst du eigentlich relativ gut. Du musst halt wirklich nur optimal zielen. Du musst einen Schalldämpfer drauf haben. Ich habe einen Schalldämpfer drauf und der eine, der steht gerade so interessant dort rum. Jetzt läuft er wieder. Und wenn die anderen das halt sehen, hast du natürlich auch die AK. Wir sind übrigens nur zu dritt auf die Mission hier festgelegt, ne? Siska hat noch Itaquua-Erkundung. Was habe ich? Itaquua-Erkundung ist bei dir aktiv. Bei uns dreien ist Flamme der Rebellion aktiv. Okay. Ja, ich habe sowieso das Problem. Ich sehe halt großartig nichts, weil ich habe die Mission. Ich wollte gerade sagen, sie sieht doch die Mission nicht. Sie ist schon mit uns dabei, aber sie hat sieht halt die Mission nicht. Jetzt ist sie dabei. Jetzt ist er drin. So. Wir sollten uns ein bisschen aufteilen hier. Ja. Ich versuche mich mal unentdeckt links rum zu schleichen. Ja, ich gehe gerade nach rechts, dass ich den Scharfschützen auf der rechten Seite vielleicht kriege. Und pass auf, unten an der Kiste steht einer, ne? Das wir nehmen mit dem Pfeil da unten. Der verschwindet jetzt hinter das Haus. Da ist noch so viel nicht markiert. Da unten in den Gebäuden wird wahrscheinlich auch noch was sein. Ich könnte den... Eventuell könnte ich den Scharfschützen von hier wegholen. Ich bin jetzt ein bisschen weiter nach links durchgegangen, in den Wald rein. Und hab nur 120 Meter. Das Ding, ich weiß halt nicht, wie die reagieren, wenn du schießt. Wie vielleicht daneben schießt. Moment, dann steht er ruhig, das wird schwierig werden mit daneben stehen.
Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten, ob die mit einem Schuss direkt tot sind, ne? Also ich sag... Deswegen halte ich mich jetzt auch einfach zurück gerade. Also ich bin jetzt hier an so einer kleinen Wachmannshütte. Also ich habe hier vorne, zwei Scharfschützen. Die könnten, ich könnte so nacheinander, also nacheinander kriegen. Die Frage ist nur, sehen die das dann? Ich bin an dem linken Turm, ganz außen. Ja, und ich habe hier rechts sind zwei Türme. Nein, ja, habe ich Also ich sehe hier gerade, die Scharfschützen, die sind komplett ausgerüstet, auch mit so Tarnnatz Dingern. Also die sind auch so in solche, na, du weißt schon hier, dieses Busch-Zeug eingehüllt. Die werden wahrscheinlich auch gute Rüstung haben. Ja, du musst halt wirklich den Kopf treffen, ne? Da müssen wir ja mal ein bisschen anfangen, ne? Also den vom linken vorderen Turm könnt... Ne, jetzt geht er wieder weg, jetzt habe ich ihn nicht mehr im Blickfeld. Ich habe ja gerade einen, den könnte ich jetzt gerade kriegen. Ich bin genau drauf. Sollen wir loslegen damit oder noch warten? Soll ich mal abdrücken und testen wir? Ja, mach mal. Der ist weg. Das war der, den ich auf dem Visier hatte. Einer ist weg. Und jetzt habe ich hier nämlich rechts noch einen, aber der ist gerade drin. Da komme ich gerade nicht dran. Dann muss ich mal eben warten, bis der draußen ist. Kev hat schon wieder Bedrohung. Da habe ich gesehen. Scheiße. Ich habe den vom Wachturm in der hat die ganze Zeit habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt hat er mich erwischt, wie gesehen. Soll ich den vom Wachturm aufhalten? Die werden jetzt erstmal schön Verstärkung anfordern. Ja, wir kriegen noch schon. Scheiße. Das war nicht der Plan an der Sache, dass er mich sieht. Wir sind gleich auch tot. Jawohl, einen habe ich. Den linken von oben, den ich auf dem Visier hatte. Ich kriege jetzt aber Besuch, Leute. Ja, ich seh's. Einer weniger. Zwei kommen auf mich zu. Scheiße! Oh Mann, im Moment muss ich nachladen. Achtung. Einen davon habe ich. Ja, zwei stehen noch da. Und im Moment muss ich auf den einen ziehen, wollte nachladen, muss ich nachladen. Das ist doch mal so, das werden wir eh nicht überleben. Also ich halte mich gerade extrem bedeckt. Wollte ich auch, bis vor dem mich gesehen hat. Kommt er, kommt er, wo kommt er? Danke. Danke, danke. Hier ist doch oben, da ist noch einer Minimum. Wir kommen wieder ein Auto. Granate fliegt. Nehmt das. Granate fliegt. Ich finde das nur so geil. Ich das, Motherfucker. Granate fliegt. Como está, bitches? Granate fliegt. Ein Tango weniger. Das war meine letzte Raketenwerfer-Muni. Mehr habe ich nicht. Hat aber gereicht, um zumindest den Nachschub zu ziehen. Eieiei. Ja, da kommen jetzt noch mehr. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier wegkommen. Ja, dann sollten wir uns ein Auto schnappen und versuchen. Wir sind sonst tot. Hier steht ein Auto. Eieiei, es ist klar. Ich befreie hier gerade mal die Gefangenen, dass die uns vielleicht helfen. Ja, dreimal bei mir. Nicht meins. Gerade. 4, 5, 6, glaube ich.
auch das noch mehr. Wenn nicht, lasst euch einfach sterben. Ich bin hier eh bedeckt. Also mich hat noch keiner bemerkt, ja. Dann müsst ihr einfach bei mir respawnen. Jetzt kommt der Heli noch. Ja, wir brauchen dringend ein Scharfschützgewehr. Ja, ich bin gleich auch tot. So, ich hab die Rebellen freigelassen, ja? Ja. Sehr gut. So. 6 Sekunden. Jetzt deaktiviere ich den Stromgenerator. Bei denen musst du so aufpassen. Ich hätte hier auch noch einen Heli, falls wir einen brauchen. Ja. Erstmal wieder zurückkommen, ne? Wieso bin ich denn hier gelandet, wo ich gestartet bin? Okay. Ja, du hättest mich auswählen müssen. Als hab ich doch eigentlich. Ich auch. Einer weniger? Ja, ich muss immer ein paar Meter weiter weg. Irgendwer spielt da mit seinem Mikro rum oder so. Ja, ich höre es auch. Scheiße. Einer weniger. Was bedeuten eigentlich diese lila Türsymbole hier, diese Torsymbole? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Eigentlich müssen wir hier wirklich weg. Wir kommen gegen die nicht an. Weil die immer wieder, da rückt immer wieder Verstärkung an. Seht ihr das oben rechts in der Ecke? Ja. Die Unida-Patrouillen, das wird immer mehr und dann, Ja, dann sollen wir tun, die verschwinden hier. Markus, hattest du nicht irgendwo einen Hubschrauber? Ja, hier auf dem Gelände ist einer. Achso. Weil das geht jetzt hoch bis Stufe 4 und das Ganze kommst du an den Heli dran? Ja, bin ich schon, also bin in der Nähe, aber ich muss ja gerade noch den Nachschub markieren. Deswegen sind wir doch hier, oder nicht? Ist doch irgendwo noch was zu markieren, aber ich finde es nicht. Für mich ist das wirklich doof, dass ich hier nichts mehr sehe auf der Karte. Das finde ich, haben sie auch ziemlich doof gemacht. Nur weil ich da irgendwie. Ich muss ja mal komplett aus dem Gewühl raus. Boah, Alter. Ja, es gibt auch so noch einen Oberstock. Oberstock. So. Aber komm. Ach, da ist auch noch einer, oder was? Ich setze gerade alle mit an. Scheiße, ja. Och Mann, ey. Ist doch scheiße so. Ich habe keine Waffen, keine Munition mehr und wird direkt wieder geschossen. Ist nicht meins. Irgendwie ist das halt nicht meins. Naja, wir müssen hier raus, mal. Ich markiere hier gerade mal die ganze Ausrüstung, die hier noch haben für die. Ich wollte hier Bonus, Orden finden, Rebellen oder Nachschubbrücke.
Problem ist, wo sind die denn jetzt hin hier? Sieben Sekunden. Ja, ich versuche, aber ich sehe die halt nicht hier. Irgendwo ist noch einer. Aber ich sehe die halt ja, nicht. Der steht da neben dem Jeep, also quasi ein bisschen gerade zu dir. Ich zieh mich nur hier gerade raus, brauchst mich nicht holen. Ich zieh mich zu Markus rüber. Das eskaliert gerade so extrem. Warum ich wieder 10 Kilometer weg spawne? Ich. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Kriegst du wahrscheinlich nicht gefahrlos geholt, ne? Nee. Danke. Kriegt ihr eigentlich auch die Punkte, wenn ich hier das Zeug markiere? Ja, ne? Ja, ja. Gut. Dann mache ich ja wenigstens was für uns alle. Unser nächster Zielpunkt ist auch schon weiter weg, ne? Also ja, den hab ich. Ich hab hier gerade einen Teil geholt. Also wir könnten uns, glaube ich, jetzt hier eigentlich so gut wie verpissen, oder? Ja, ich wollte noch den Fertigkeits... hier oben den Fertigkeitspunkt mitnehmen. Ich mach mal kurz die Karte auf. Kann man da auch... Yep! Hier hinten... Das passt! Hier hinten, komm. Ich bin, das sind, Boote! Schnell zu den Booten! So sieht's aus. Wir können da auch über den Fluss hinkommen, wo wir jetzt hin müssen. Ab zu den Booten, Leute! Nehme ich mit. So, ich springe an Bord. Können wir überhaupt hier mehrere auf ein Boot? Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Beim Reinklettern kriege ich von hinten die Typen noch ab. Schnell drauf. Ja, ich bin unter Wasser. Jetzt bin ich überfahren worden vom Boot. Warte, ich fahre ein Stück weg. Ihr könnt doch dann eh wieder bei uns spawnen, oder nicht? Ja, der spawnt immer ein paar hundert Meter weiter weg, so 100-200 Meter. Ja, aber wenn wir jetzt wegfahren, dann haben wir doch erstmal wieder einen Spawnpunkt woanders. Die kommen und die auch so, sind, oder kommen hinterher, ne? So, dann halte ich hier mal kurz an. Wow. Ich würde im Einsteigen holt der mir noch schön den Rücken, ey. Das ist doch zum Kotzen gerade heute. Ich bin nur am Sterben. So. Warten wir mal kurz, bis die beiden jetzt hier bei uns gespawnt sind. Wir werden auch nicht verfolgt, zumindest sehe ich nichts, was uns verfolgt. Ich kann mir gerade nichts aussuchen, weil ich bin damit zu dir ins Boot gestiegen, dann bist du losgefahren und hab mich das Boot, während ich drin gesessen habe, überfahren. Ja, weil ich nicht wusste, dass das nicht geht. Ich dachte, du bist praktisch drin. Ich habe ja nicht gewusst, dass du praktisch Nee, ich wusste auch nicht, dass das so nicht geht. Aber weil die halt schon auf uns geschossen haben, habe ich gedacht, jetzt nicht wieder anhalten, sondern einfach weiterfahren und den Spawnpunkt sichern. Ja, alles gut. Naja. Mit zwei Personen hast du das Problem, weil ich das so gucken muss, ob alle reinpassen. Deswegen wusste ich das auch nicht, ob das geht oder nicht. So, einer, Kev ist schon mal hier. Ja, ich bin da. Gespawnt. Ja, ich bin 1,5 Kilometer weit entfernt. Geil. Auch schon gespawnt, oder was? Schütze. Ja, ja. Da, ja, du bist praktisch haben. Schon fast beim Ziel. Ach, da, wo wir angefangen haben. Ich glaube, ja. Oh, ich denke mal,